Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, zu einer kleinen Therapiesitzung bei Dr. Kuma oder auch Dr. Emanuel. Ihr habt ja meinen Namen jetzt kennengelernt, ihr wisst, wie ich nun heiße, also wie ich mit Vornamen heiße, und ja, es war ein bisschen still um die Erde gekommen. Es tut mir leid, es passiert halt sehr viel gerade in meinem realen Leben. Deswegen komme ich jetzt auch nicht mehr so oft zum Zocken. Denn ich habe letztes Wochenende eine wunderschöne Frau kennengelernt und ja. Es wollte leider nicht so sein, wie ich es gerne hätte. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance bei ihr habe. Es ist halt so, ihr kennt es bestimmt. Ihr wollt mit der Person sprechen, aber kriegt natürlich kein Wort, kein Ton raus, und die Frau spricht und spricht und spricht und spricht, und sie sagt dann auch noch, sag doch mal was, und ja, mir fiel nichts ein. Vielleicht kennt ihr es ja. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt bei eurem Date sozusagen. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, es war jetzt ein Date, aber ein Versuch-Date. Ich habe halt bei... Naja, nee, ich gehe nicht ins Detail rein. Ja, es wurde halt nichts so richtig raus. Finde ich schade, aber naja. Wie gesagt, das Schlimmste für eine Frau ist, wenn ihr nicht sprecht. Also Männer, ist jetzt die Tipps für Männer oder auch für Frauen, wenn ihr seid, ist bestimmt. Ist ja kein Problem. Könnt ihr ja ruhig. Oh, hier ist was. Hi Cinnamon, how's it going? Betty? Cinnamon? Huh? Cinnamon? Say, you look bored all the time. Why? My bright smiley face is only... Uh-huh. Right now, it's my time off. Idols get no rest. Fans bug you 24/7. You're a rival. Oh, man, ey. That is so, but we're both comrades fighting against the boards. Well, that's that. Gut. Ich will das nicht noch mit dir quatschen. Ich hab nichts gegen... Ups, shit. Ich hab nichts gegen Lesben oder so. Auch nichts gegen Schwule. Könnte ruhig machen. Ja, aber was ich jetzt sag... Was ist das denn? Der fliegt aber falsch. Witzig. Flugzeug von außen. Über mein Fenster, über mein Haus. Der fliegt eigentlich falsch. Komisch. Naja. Solange er nicht abstürzt, ist alles gut. Ja, ihr müsst natürlich als Mann, für eine Frau oder... Halt, ach, wenn ihr halt den... Ja, ich sag jetzt einfach aus Sicht der Mann. Ich bin ja Mann. So, als Mann müsst ihr halt, wenn ihr euer Weibchen, euer Frauchen, eure Frau beeindrucken wollt, müsst ihr reden. Und ich konnte halt nicht reden, und ich habe halt richtig geschwiegen meistens, und naja. Ihr müsst natürlich... Wenn euch nichts einfällt, so wie mir, dann, weiß ich nicht, beobachtet kurz mal die Gegend um euch und redet einfach über irgendwas. Redet über ihre Haare, über ihre Schuhe, über ihren Schrank, über ihren Sachen, über ihren Fleck auf der Hose oder weiß ich was. Irgendwas. Außer wenn ihr sagt, ihr dürft nicht über ihren Hintern reden oder so, das mögen ja Frauen gar nicht. Oder über ihre Hüfte oder weiß nicht was. Irgendwelche, also nicht über ihre Problemzonen, sagen wir erstmal so. Haha, gut umschrieben, oder? Ja, och, jetzt kommt hier schon wieder was. Hey, Cure, do you have any goal? Let me see. I want to enter tournaments and win. What's the point of making your name in tournament? Ah, ja, gut. Kann man nicht so schnell. What is the point? I take it up. I'm just. Ach. Wir wollen ja eigentlich sehr viel entdecken, und wenn ich jetzt schon wieder hier stundenlang hier mit. Oh, nee, komm schon. Thank you. But
Das ist eigentlich alles bloß so ein Trash-Gespräch. Und ja, ist eigentlich alles unwichtig. Ich werde jetzt mal ein bisschen schneller machen, damit wir ein bisschen was Neues entdecken. Weil ihr wollt doch nicht jetzt wirklich schon wieder 15 Minuten oder 20 Minuten, wie die Videos ja dauern eigentlich. Wollt ihr doch nicht jetzt hier die stundenlang durch die Wälder, die wir schon beim letzten Mal durchgeforstet haben. Da hätte ich auch die letzte Folge gucken können. Außer durch die Tipps, die ihr euch vielleicht den Frauen geben kann. Nicht. Was kann ich denn euch denn noch geben? Also an dem Wochenende war es halt so, dass... Weiß ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr in so einer... Wenn ihr so in eurer Traumwelt sozusagen seid und... Ihr habt so eine Kugel um euch, eine Wasserblase ungefähr, und versucht aus dieser Wasserblase rauszukommen. Also die Blase soll symbolisieren, dass, ja, so ein Gefängnis halt, dass man da halt nicht, man kann einfach nicht sprechen oder schreien oder weiß ich was. Geht halt nicht. Naja. Ich will jetzt gar nicht mehr darüber reden eigentlich. Ja, was kann ich denn euch für Tipps geben? Hallo, Cinnamon. Hallo. Come on, let's battle. Oi. Come on, I'm in a hurry. What? Okay. Dann haben wir wenigstens noch so ein Battle. Was kann ich für Tipps geben? Okay, here goes. Ah, was mir gerade einfällt. Seid ein Gentleman. Haltet die Türen offen für die Frauen. Das mögen sie eigentlich sehr gerne. Viele Frauen sagen, ja, wir mögen über die harte, also die bösen Jungs, aber die Zeit ist dann bald vorbei. Also, da müsst ihr dann einfach bloß ein bisschen ausharren. Weil... Oh, cool. Irgendwann werden sie es begreifen, dass die harten Jungs zwar hart sind, aber halt... Naja... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie denn damit durchkommt, beziehungsweise lange das aushält. Weil halt... Der in der Psycho-Crash. Probier es mal so. Oh Gott. Ah, jetzt müsste eigentlich ganz schön viel Schaden kommen jetzt. Ja, sehr viel Schaden. Super. Ah, schade. Super. Ja, also die Frauen sagen zwar, dass sie harte Kerle mögen, aber das ist meistens nicht so. Sie mögen auch so eine Kuschelheinis oder... Also ich bin zum Beispiel einer, der sehr gerne kuschelt. Im Bett. Ja, gut, auch so, aber... Naja. Es mag nicht jede Frau, aber es gibt genug. Ja, seid Gentlemans, wie gesagt. Ich sehe Frauen alles ab, was ihr in ihren Augen seht, aber... Naja. Weitere Tipps von Dr. Kuma in der nächsten Folge. Vielleicht, wenn uns da was Neues einfällt. Was Ordentliches. Ach, der hat ja noch Dingsbums gehabt, ey. Diese doofe Mauer. Ach, ich hab schon wieder Durst. Naja.
Dann habe ich noch in den letzten Wochen eigentlich Leute kennengelernt, also in meinem Umfeld, was ich gar nicht wusste eigentlich, dass sie sich so geritzt haben. Und von Leuten, die ich, wo ich es nie gedacht hätte. Ich hab dich getroffen, das war's. Ja. I guess that's it. Warum? Warum ritzt ihr euch? Verstehe ich nicht. Ihr wollt zwar wissen, ob ihr lebt. Durch dieses Ritzen vielleicht. Vielleicht wollt ihr es wissen. Aber ihr lebt. Und weiß ich nicht. Jeder Mensch hat seine Vor- und Nachteile. Muss man halt akzeptieren. Und ja, weiß ich nicht, die. Das waren Frauen, drei Stück, also drei Frauen in meinem Umfeld. Drei junge Frauen, also die waren 17 und 21, so in dem Dreh. Und eigentlich, die alle drei sind eigentlich sehr hübsch. Weiß ich nicht. Haben auch einen coolen Charakter. Damit würde eigentlich jeder Junge klarkommen. Und, na, weiß ich nicht. Die haben sie halt geritzt. Die waren halt deprimiert. Aber wenn man deprimiert ist, sollte man sich nicht so verletzen oder so. Nicht doof. Ganz ehrlich. Wenn ihr deprimiert seid, dann am besten ablenken. Durch zum Beispiel Arbeit, Spiele. Spiele sind eine sehr gute Therapie eigentlich auch dagegen. Spielt lustige Spiele am besten, nicht so traurige Spiele. Spielt euer Lieblingsspiel zum Beispiel. Naja. Also ich find's nicht schön. Braucht er nicht. So, dann ein Melitz-Elixier. Ich war nämlich auch sehr oft deprimiert in meinem Leben. Aber weiß ich nicht. Mir Schaden zu fügen würde ich nie. Es ist halt so, ich habe mir damals gedacht, als ich mit meiner Ex Schluss gemacht habe, vor 4 Jahren, naja, habe ich halt gedacht, ja gut, es ist mal scheiße gelaufen, aber hey, es gibt wie viele Menschen auf der Welt? Es wird bestimmt noch eine für dich da sein irgendwo. Und naja, war ich ein paar Wochen traurig, aber ich habe mich halt durch die... Was ist das denn hier, ey? Ich habe mich halt durch die Arbeit und... Ja, hauptsächlich durch die Arbeit abgelenken lassen und... Naja, dann habe ich es auch überstanden nach einer Weile. Müsst euch halt wirklich ablenken am besten. Den ganzen Tag drüber. Bleibt am besten nicht alleine in der Nacht. Also versucht bei irgendwen zu pennen. Bei beste Freundin zum Beispiel oder Freund. Also Kumpel. So meine ich es halt. Naja. Wieso sage ich denn dauernd immer nur naja? Naja. Komm, irgendwann haben wir es doch mal durch hier. So. Ich hoffe mal, dieses Mal. Ich hoffe mal, dieses Mal passt es mit dem Schnitt. Ich habe jetzt mal versucht, eine Technik zu probieren. Indem ich einfach mal den... Ja, ich versuche es zusammenzuschneiden. Ich hoffe, es funktioniert, damit das alles schön so synchron bleibt. Bei mir war es ja meistens mal asynchron. Auch wenn es bloß eine Millisekunde war. Ja, ich versuche es mal jetzt ein bisschen konkreter zu bekommen. So, darf ich jetzt flüchten? Jetzt... So. Was auch das Problem war bei meinem Date, ist halt mein Sprachfehler.
Ihr merkt ja, dass ich manchmal meine Wörter nicht einfallen oder irgendwie überlappen und so Blödsinn alles. Ich hab mich halt scheiße angestellt. Naja. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder eine gesagt. Ist halt doof. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Sprachfehler beheben soll. So richtig. Ich bin da schon 23, fast 24. Na gut. Dauert noch bis 24, aber. Dennoch. Dann immer noch mal so einen scheiß Sprachfehler. Was könnte ich denn noch erzählen, so jetzt nebenbei? Wir haben ja hier so ein bisschen Depri-Stimmung, habe ich das Gefühl. Wir müssen dann wieder ein bisschen locker werden. Locker werden. Kavabaskraut. Warum bin ich jetzt ins Menü gegangen? Naja. Ich glaube, das war doch ein bisschen kleiner als Level hier, ne? Ja. Ah, was ist... Boah, das war jetzt ein bisschen... Tut mir leid, wenn es ein bisschen zu laut war. Es gibt einen neuen Let's Player. Beziehungsweise, er ist schon länger dabei. Der Jade Kokon 2 macht. Und er hat gerade erst angefangen. Beziehungsweise vor ein paar Wochen oder so. Und ich bin mal gespannt, ob er es wirklich durchzieht. Und ja, er ist somit der Zweite. Riggle, Roggle, I spy an enemy. Let's execute. Today, I'm gonna get a hug. Hug from Vanilla. ja, und er hat auch Let's Played, also er Let's Plays jetzt, und ich bin mal gespannt, wie er spielt. Ob er es schon mal kennt. Hey, you like slimies? You like slitheries? Und ja. Ich benutze jetzt einfach mal ein Büchlein. Ich müsste einfach mal bei YouTube eingeben, denn dann werdet ihr schon finden, also Let's Play Jade Kokon 2. Weil wir sind ja eigentlich schon durch mit der Story. Ach, schon wieder so eine Midi-Niti-Scheiße, ey. Was? Okay. Na gut, so läuft er. Und wir haben ja die erste Folge von Was spielt Kuma nach Jade Kokon 2 erfolgreich abgeschlossen. Wir werden aber bald noch mehr Folgen sehen, vielleicht aber auch nicht. Und wie ihr merkt, bin ich halt ein bisschen gerade depri in die Wochenende. Deswegen habe ich auch ein bisschen weniger Lust gerade. Oh, schade, jetzt ist es gut. Kaputt genommen. Schade. Aber trotzdem werden wir jetzt richtig schön reinbashen. Boah, 400. Nice. Aber ich will mich trotzdem nicht entgehen lassen. Ein bisschen mit euch spielen, damit ihr das halt habt. Wie gesagt, die Story ist eigentlich vorbei von Ah, ihr wollt ja alles erkunden. Alles entdecken. So. Ich werde dann noch zwei. Dann werde ich hier mit der Gruppe noch weiter angreifen. Hat ja eigentlich gut gepasst. Ja, wenn dann alles doch da. Nee, macht er nicht. Und der auch nicht. Wo soll ich denn hinschleimen? Ah ja, wieder der. Und du nicht, ja, Heini. Ah, es könnte knapp werden. Yay! Super.
Das macht ihm jetzt nichts aus. Na gut, den macht schon was aus, aber den anderen nicht mehr. Naja, hat er trotzdem gewonnen. What do I do? I had a good dream. Ephemeral slime. Wir haben gewonnen. Oh, I couldn't win. I shall concede defeat. As promised, a present. Please take it. Oh, that's awesome, huh? Well, see you. Gut, damit hatten wir dann drei. Und weiß ich gar nicht, welche die Keys war. Ich glaube ja.